Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So, ungefähr hier haben wir gespeichert. Sieht tatsächlich so aus wie der Ort, wo wir am Ende der letzten Episode betrunken aufgewacht sind. Nicht mehr ganz so betrunken. Naja, bin ich wieder da aufgewacht. Aber hey, mein Gaul ist hier. Ich dachte, ich müsste hochlaufen oder mir ein anderes Pferd stehlen. Nö, hat anscheinend geklappt. Das ist ja perfekt. Dann können wir die Mission mit dem Reverend, die hier in der Nähe ist, gleich machen. Das ist echt nicht schlecht. Schwieriges Wort, Reverend. Reverend. Unser Pfarrer halt. Irgendwie sowas. So, ich glaube, da drin sitzt er leicht angetrunken und verliert Haus und Hof beim Pokerspielen. So, dann schauen wir mal nach. Wo bist du? Ah, da ist er. Mr. Morgan, I Hi. took your advice, sir. I took your advice. Dich richtig volllaufen zu lassen. You. What you talking about? I took your advice, sir. I have removed myself from Morpheus's embrace. No Gut more für dich. Shall I sink, sir. I'm free. Geht I'm ja auch nicht weiter. Free. You don't seem free, friend. You seem drunk. Sit down, Reverend. We ain't finished. You ain't finished. Look at him, he's finished. None of us forced liquor down his throat. Friend, I just want him to play. Now, firstly, we ain't friends. Don't make no mistake on that subject. Now, secondly, he can't hardly see, let alone reason. Now, reasoning ain't never been one of my strong points neither, but seeing I do just fine. You want to step outside or do a business here? I just want him to finish the game. Why can't we all just get along? These are good men, aren't they? They're children of God. They are children of God. Oh yeah, er ist hinüber. How's about you playing his place, huh? That seems fair. Fair? Sure. You want a game? Ja, bestimmt. Spielen. Sure. I'll play a few hands. Well, sit yourself Kann ich mein down. Pokerface hier wieder zur Geltung bringen? Hey, wo geht der Reverend hin? Reverend. Pfarrer. I'm Luther. This is Marvin. Sehr schön. Ich bin Arthur. Fortunate for you both for being gentlemen about this. Same goes for you. Man muss gleich all in gehen, oder? Aber nur wenn man ein gutes so, Blatt hat. You two know each other anyway. Don't seem like the likeliest of friends, if you don't mind me saying. We go a Kann ich die Karten von den anderen sehen? And now you're his chaperone. Das wird's leichter machen. Na gut. Like mitziehen mit Inter. Warum nicht? Haben zwar nur Scheiße, aber. He can't be no real clergyman. Schau mal, mal, was kommt. Cardinal sins just in that chair you're sitting in. I think he used to be. Damenpärchen. Betrag erhöhen auf. Aber soll's direcken. $1.50. Oh, all in mit $1.18. Warum nicht? Can you imagine him at the pulpit? If he could stand up. Der geht mit. Turned water into whiskey, and I don't remember much after that. Komm schon. Scheiße. Noch eine 10. I'll check. He's a decent fella going through a bad time. Disrespect him again, and you'll find yourself in a bad time too. Ich hab gewonnen, hoff ich mal. Just trying to have a little fun here. It is a game after all, mister. Big pile of nothing. Yes! Ja, mein Geld. Ich mach den großen Gewinn. Das machen wir gleich nochmal. Komm zu Papa. Glücksspielherausforderungen freigeschalten. Are you kidding me? Ah, sieht so aus, als ob ich jetzt am meisten Geld hätte. Nee, der eine hat noch $6. So. Wie blufft man in dem Spiel? Wahrscheinlich indem er hochbietet. Karo 7, Herz 10. Mitgehen. Ja. I'll see you. Good. Wollen wir erstmal die drei Karten dann sehen? Ja, ja, ist hier in Ordnung. Ist hier in Ordnung. Komm schon, Papa braucht neu. Ah, Scheiße. Ich bin raus. Ja. Ja, ja. Passen mit F. Also, passen ist direkt raus. Lang, lang ist hier. Not for me. And another check. Why don't that surprise me? Nah. Real exciting stuff.
Der hat gewonnen. So, eine Runde machen wir noch. Wollen ja auch mal hier ihn richtig arm machen. Hoffentlich betrügt hier keiner. So. Ja, ja, Blinds sind gesetzt. Marvin müssen wir noch ausziehen. Im metaphorischen Sinne. Ah, scheiße. Mein Glück ist doch immer kacke. Okay. I'll call. Ich könnte schieben. Also, check. Check for me. Und was haben wir? Ach ne Scheiße. Obwohl eine 4 habe ich glaube auch. Ich habe eine Dame. Ah, was soll's. All in. Man riskiert ja sonst nichts. I'm gonna go all in. Damn it. Komm schon. Sind die beide raus? Ja! Mein Gewinn, so blufft man. Ich zieh euch aus. War aber nicht viel im Pott. So, mir reicht's, Jungs. So viel habe ich noch nie in meinem Leben gewonnen. Er ist rausgekrabbelt. Alles gut, den finden wir schon. Reverend Swanson, where'd you go? Wisst ihr, wo er hin ist? Fordern oder befragen? Excuse me, I'm sorry. You see a drunken idiot, a priest wandering about? Sure, we saw him, smelled him and avoided him. Ja, ja, wo ist er denn? Dankeschön. Guy look kind of crazy, mister. Oh, you have no idea. Have you lost your mind? Wo ist er denn? Reverend! Over here! Get your hands off him! Didn't say a word. You'll keep. Hey. You stay out of it. Get your hands off. Er ist schon nur betrunken. Son of a bitch. What the hell is your problem? He's with me. Wir haben fast dasselbe Outfit an. Das respektiere ich. Nein, nicht auf die Plauze, nicht auf die Schnauze. So, ausgenockt. Ich hab ihn doch nur ausgenockt. Ist doch nur ein leichter Gehirnschaden. Wo ist er denn? Ja, du Hurensohn, halt an. Okay. Du läufst du denn? Please, don't hurt me. Will ich gar nicht. You tell anyone what you saw back there? You're a dead man. You understand me? Yep. I won't tell a soul. I promise. Funktioniert das tatsächlich? Lips sealed now. Ciao. Oh. Reverend, get off the damn tracks. Oh oh. Swanson! Das ist nicht gut. Das ist definitiv nicht gut, was er da oben vorhat. Oh oh. Mann! A friend! It's just a simple mistake! Ausdauer dazu bekommen. Still be safe! Hier ist das angestellt. What have you done with your foot? It appears to like this place. I was bisschen mehr Einsatz. Twist your leg, you drunken bastard. Zug. Come on. Ui. Na also. Haben wir euch beide überlebt, ja. What the hell is wrong with you?
What the hell is wrong with you? Throwing me off a bridge like there that? There was a goddamn train, you crazy bastard! Have I been bad again, Mr. Morgan? Ja, sehr unartig. I'm sorry. I wish I was different. Ah, der ist echt fertig, der Arme. Home. Yeah, that's a wonderful idea. I could have tea with Margaret. Margaret, who's Margaret? But... Ja. Das nennt man dann Katatonie oder wie das heißt. Keine Ahnung. Vielleicht ist auch einfach nur Saufkoma. So, aber zurück nach Hause. Und das im Pferdemarsch. Was anderes bleibt uns nicht übrig. Ah, er lebt noch, das ist schön. Und anscheinend habe ich keine Ausdauer mehr. Rennt mal einmal ein bisschen. So, hier mit dem Wildfleisch. Hat das doch letztes Mal noch aufgefüllt. Ja. Bin ich gar nicht gewohnt, dass ich so viel rennen muss. Ich glaube, wenn ich das machen würde, würde ich tatsächlich Herzkasper bekommen. Aber nur einen leichten. Ja. Dem Pferd geht's auch wieder gut. Oh, der sah reich aus. Aber wir bringen erstmal unseren Reverend wieder in Sicherheit. Nicht, dass er sich wirklich noch was antut. Oder vom Pferd fällt. Wir hätten ihn festbinden sollen. Ja, lass nur alles raus. Lass nur alles raus. Am besten den ganzen Alkohol. Weil Magen auspumpen können wir noch nicht. Da ist die Technik noch nicht so weit. Obwohl, wir haben das die Finger in den Hals. Technik. Naja. Binde dein Pferd an. Na gut. Wenn mir das Spiel das sagt, werden die sich dabei was denken. So. Einmal angebunden und dann komm mit, du arme Seele. Wirklich wie ein Schlaffersack. Ja. Effektive Art, Menschen zu tragen, glaube ich. Hi, Dutch. Fahrer ist wieder da. So. Dann mach mal ein langes Nickerchen. You better sleep your way to salvation, my friend. Oh, what happened? Just the usual. Poor bastard. Ach, das Übliche schon. Well, thank you, Mr. Morgan. I'll keep an eye on him. He was lucky this time. Real lucky. Wie seid ihr eigentlich so Haare wie ein Stinktier? Ja. Ja, weiß es schon. Haben wir hier irgendwo eigentlich dieses Buch? Nee, ich will keinen Beitrag leisten. Ich wollte mein Camp verbessern. Gibt's anscheinend noch nicht. Müssen wir in der Story auch weiter fortschreiten? Gegenstand spenden? Warum nicht? Sind die was wert? $5? Warum nicht? Kann ich eh noch nicht verscherbeln. Müssen wir auch mit der Story weiterkommen. Ist aber echt, ja. Hey, wieso zählt das nicht mit dazu? Und den Stift behalte ich. Silberring, Goldkette, großer Schmuckbeutel. Mensch, das wäre doch alles mein Geld. Okay, hat doch gezählt. Ja, Dutch, ich hab gezahlt. Nur damit du es weißt. Glaub, Herr Strauß ist gleich hier. Kann man direkt die nächste Mission machen. Hi, Pearson. Irgendwie so. Pierce war ja aus Community. Und sah komplett anders aus. Herr Morgan! Ja. Der Morgan hat Gold im Mund. Why? I'll cut you in. Loaning. Already? You know how it is. People is happy to borrow off someone like me, but more enthusiastic paying back to someone like you. Of course. Mm-hmm. Who are they? Let me see. A Chick Matthews works at Guthrie Farm. He's a hand, I believe. Mr. Roble, the small holder at Painted Sky, runs the operations there. Badly.
Miss Lily Millet is a ranch maid up at Emerald Ranch. And here was me believing Dutch's bluster about us helping folk. It's legal work, Mr. Morgan. Debtors belong in prison. We are doing them a favor. And I'll make sure they see it in them terms. Ja, ja. Das kriegt man schon so hingedreht. So, Dokument untersuchen. Ja, stehen nur die drei. Was, ich darf keinen töten? Schlecht fürs Geschäft? Kann nicht sein. Wieso ist eigentlich nie der Eintopf fertig, wenn ich Hunger habe? Also. Hi. So. Eintopf. Hab ich ja gejagt. Zumindest ein Großteil der Zutaten. Wahrscheinlich das Wasser und die Tomaten nicht, aber den Rest. Dann lass uns das mal schmecken. Wunderbar. Und weggeschlürft. Das sind Tischmanieren, so gefällt mir das. So, dann wieder rauf auf den Gaul. Dann gehen wir mal zu den Schuldnern. Hätten sich halt kein Geld leihen können. Wir können mit Lenny, dem es anscheinend gut geht, Five-Finger-Filet spielen. Das Problem ist, ich bin schlecht da drin. Vor allem mit Tastatur. Ich werde mir so oft in die Hand stechen. Dann haben wir das auch mal gemacht. Wir werden ein paar Finger verlieren, aber die werden nachwachsen. And stupidity. The Outlaw's Trinity. Luck, skill, and just a dose of stupidity. Come on. You ain't too old and too slow just yet. After you. As you wish. You know, we should head back up that mountain sometime and make Jenny a proper grave. Something nice. You liked her, didn't you, kid? Well, sure. I mean... Ja, ja, irgendwann wieder auf den Berg. So. Dann wollen wir mal. Ein, zwei. Au! Versaus doch nicht. Ich dachte, du hast geschickt. Boah, das ist ein Scheißspiel. Gleich bin ich dran. Okay, W. Aha! Was? Lenny hat die Zeit geschlagen? Scheiße. Aber mein Hirn ist einfach nicht so schnell. Der verkackt so ständig. Ich passe auch meine Fingergesundheit auf. Ich bin trotzdem, weil er sich so oft sticht. Vielleicht auch nicht. Ist halt nicht immer WS. A, W, A. Das kann auch wechseln. Scheiße. B-A-W-A-W-A-W-A-W-A-W-A. Aha. Diesmal hab ich gewonnen. Komm, Runde 3 entscheidet alles. Also es ist witzig, wenn dann mal 3-4 unterschiedliche Tasten gedrückt werden müssen. Na, da bin ich raus. So. Wie die. Was? Lenny hat die Zeit geschlagen? Betrug? So. War doch so schnell. Na gut. Das wäre leicht gewesen. Hab schon mal eine schwierigere Partie gespielt. Das gab Ausdauer dazu. Naja, auf zu den armen Tröpfen, die sich Geld von Herr Strauß geliehen haben. Der schon so einen wunderbaren deutschen Akzent hat. Jo. Ja, weiß man, wie man Leute quält. Ihr habt zwei schöne Pferde. Und schöne Waffen. Wer seid ihr denn? Fremde Personen, okay. Als O'Driscolls hätte ich euch nicht laufen lassen. Ha, wird glaubt wieder so langsam die Abenddämmerung. Ist ja perfekt, um Geld einzutreiben.
Seid ihr gerade gespawnt? Naja. Was denn? Der hat Dutch gesagt. Nein. Woher kennt ihr mich? Ja, nicht bald. Nein, doch nicht das Pferd. Pferde treffe ich nur aus Versehen. Bei den Bösen hilft es aber. Die haben mich aber wirklich fast. Huh. Das war knapp. Darauf erstmal eine Lammkeule. Und dann looten wir die. So. Eben Dosenobst. Ja, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ja. Ist doch alles gut. Ist doch alles gut. Ich will dich nicht führen. Also, ich streichel dich. Wer wart ihr denn? O'Driscolls. Tatsächlich. Naja, wo gehobelt wird, fallen Späne. Paar Pferde konnte man nicht verschonen. Obwohl die echt nichts dafür können. Ein Brandy. Ich will den nicht aufheben. Ich wollte in die Pferdetasche schauen. Das ist eher, glaube ich, so. Aufheben ist auch eher. Einmal plündern. So. Satteltasche ist eher. Ach, die Tasten sind wild verteilt, aber was soll's. Wundertonikum. Hilft das Tonikum auch bei Haarausfall, vor allem im Gesicht? So, einmal plündern. Und einmal Pferdetasche. Na, ein Glück haben wir gerade so viel von den Sachen gespendet. Kann man wieder neue Sache aufnehmen. Und da hinten liegt ja auch noch eine. So, plündern. Geht ja nicht, dass die hier mit ihren Wertsachen liegen bleiben. Das fände ich zumindest falsch. Oh, der hat 4 Dollar gehabt. Das hat sich gelohnt. Ja. Noch irgendwo einer. Ja. Whoa, Mac. Dich ja, alles gut. So. Wieso hast du dich wieder erschreckt? Verstehe ich nicht. Nochmal 4 Dollar. Gerne wieder. So. Dann zu den Schuldnern. Vielleicht sollten wir auch bis zum nächsten Tag warten. Wie geht das Camp? Einfach ein Camp aufstellen. Nix leichter als das. Ja, neben den Leichen da hinten. Und schlafen bis zum Morgen. 9 Stunden. Ah, wächst auch das Haar wieder nach. Irgendwann haben wir einen 3-Tage-Bart. Vielleicht in 3 Tagen. Wird zumindest Sinn machen. Ah, ich glaube, Inventar war B für Beutel. Erstmal Lager abbrechen. Na, eigentlich müsste so ein Haartonikum, falls wir einen setten, auch über Tab aufrufbar sein. Kentucky Bourbon, Dead Eye, Premium Zigaretten. Ach, was soll's, rauchen wir mal eine. Dass die bei Regen anbleiben, ist eh ein Wunder. So, Zigarre, Dosenpfirsiche, gesalzenes Rindfleisch. Das hat's aber gesalzen in sich. So, was haben wir noch? Ich wollte ja irgendwie... Nicht Dead Eye, ich will mein Haar. Kein Haar für mich. Dann schauen wir mal, ob die der Beutel ist. Nö, keine Ahnung. Anscheinend rauche ich noch eine. Wollte ich gar nicht. Naja. Okay, girl. Die Lunge wird's einem nicht danken. So. Jetzt aber zu den Schuldnern. Die noch direkt aus dem Bett hier wecken. Dann können sie noch gar nicht reagieren, weil sie so verschlafen sind. Ich sollte auch mal Navigation anmachen, obwohl das klappt ja schon. Irgendwie halbwegs so. Ist das noch ein Camp mit O'Driscolls? Nö. Die sehen freundlicher aus.
Ja, reicht doch normal. Was ist denn los mit dir? Achso. Wolltest die verbesserte Verbundenheit ausdrücken. Na, verstehe ich natürlich. Kann man nichts machen. So. Auf zur Emerald Ranch. Zumindest sieht die Gegend hier wieder so danach aus. Ah, hier haben wir dann den ersten. Irgendwo. Servus. You Chick Matthews? Oh, no, not me, sir. That's the greenhorn over there. Oh, and there he goes. So nicht abhauen. Damn it. Hey, get back here. Kann ich nicht einfach das Pferd anschießen? Ach, ich hab grad gesagt, dass ich das nicht mag. Manchmal mag ich es, wenn es nicht meins ist. Bei Feinden hilft es so gut. Naja. Wenigstens haben wir unserem Pferd genügend Haferplätzchen gegeben, dass er ein bisschen laufen kann. Nein, du wirst es nicht behalten. Was ist das denn für eine Einstellung? Und stinkt hier. Oder was ähnlich aussieht. Nein. Ich kann auf den Zug springen, das will ich gerade aber nicht. Ich muss ihn doch verfolgen. Her mit dem Lasso. Lasso. Lasso da unten. Ja, nur nicht totrampeln. Ui. Lebt er noch? Ja. Läuft schon mal nicht alles nach Plan, aber... So, hab ich dich. Hier? Wieso siehst du aus wie Lockhart aus Harry Potter und die Kammer des Schreckens? Noch heruntergekommener. So, wo Karte? Ach, scheiße. Zu spät auf den Trigger gedrückt und jetzt... B gedrückt halten. Na, also... So, Chicks Schatzkarte in einem Baumloch. Lesen, wunderbar. Weglegen. Ja. Ah, ja. Ich hätte ihn mitgenommen, bis wir sicher sind, dass da tatsächlich auch das Geld drin ist. Wir sind einfach viel zu vertrauenswürdig in dem Spiel. So. Boah, ich schätze mal, das wird der Riesenbaum da sein. Glaubt, da sehen wir auch schon sein Baumloch. Sehr. Ja, da ist auch Geld drin. Ja, wunderbar. Was es auch immer da drin gemacht hat. Hätte ja auch noch ein bisschen extra machen können. So, auf zum nächsten Armtropf. Oh, was haben wir denn hier? Verlassene Hütte. Immer gute Gelegenheit, das zu looten. Da ist eine Kiste. Kiste. Ich mag Kisten. Vor allem, wenn was Wertvolles drin ist. Ja. Rum. Broschüre. Die werden wir gleich lesen. Ah, shit. Konnte man nicht. Und $20. Ah, jetzt. Dokument untersuchen. Oh. Ich war zu langsam. So, jetzt kann ich das Rezept. Wunderbar. So, das hat sich schon mal richtig gelohnt. Rezepte sind ansonsten teuer. Oh, oh. Hier sieht aber nicht gut aus. Ein Abschiedsbrief. Lesen. Geheimnisvolle Predigt. Zur zweiten Stunde unter dem Halbmond ließen jedoch die Liebe und Gnade unseres Erlösers Kukuwaba die Reisen durch die Zeit und Galaxien unsere sterblichen Höhlen zurück, damit sein Gefährt unseren Geist ins gelobte Reich bringen kann. Na gut, wenn es weiter nichts ist,
Solange sie einen guten Grund hatten und ich sie jetzt ausrauben kann, ist doch alles perfekt. Da ist ein Kamin, ist da Geld. Oh, ich kann es doch suchen. Komm schon, Geld oder Rum. Oh, es war Rum. Tatsächlich sogar gereifter Piratenrum. Ja, nehme ich gerne. Oh, eine Zigarettenkarte. Nehme ich. Muss die Sammlung irgendwann vollständig machen. Weglegen. Und 5 Dead Eye dazu. Komm, da ist doch noch irgendeine. Nee. Sicher, dass ich da nicht rein kann? Tja, ihr armen Bastard. Das trinkt halt nächstes Mal weniger Gift. Starkes Wundertonikum. Okay. Und nix. So. Schön die Nachttische durchsuchen. Vielleicht liegt irgendwo noch was Wertvolles. Angebrochener Kaugummi, nehme ich. Ah, Kokain-Kaugummi. Damals hatten sie noch den guten, was? Nein, kann keine Zigaretten aufnehmen. Ich rauche einfach zu wenig. Wusste ich doch von Anfang an. So. Und Kautabak. Hm, kann's behalten. Vor allem, wenn er schon mal gekaut war. Und Schlangenöl. Nee, danke. Hab gehört, es soll gar nicht so Wunderheilung vollbringen. So, ich glaube, dann haben wir das hier durchforscht. Ich kann keine weiteren Gegenstände tragen. Ich mich auch. Wie soll man denn den ganzen Loot reinkriegen? Schöner Ententeich. Jetzt aber zum nächsten Schuldner. Oder wir könnten den Zug ausrauben. Eher nächster Schuldner. Müssen die Mission ja auch abschließen. Sonst kann Herr Strauß unerträglich werden. Ach, ist schon schön, dass hier so viel Wildleben ist. Na, es gefällt mir. Besser als das alles bebaut ist. Nach Lily Millet soll ich suchen. Na gut, dann müssen wir uns wieder durchfragen. Oh, böse. Such a goddamn performance with you. Now I told you I'd get you the money next week and I'll get it. If you didn't make it this week, who's to say? Oh, die verleiht auch Geld. Don't you take that tone with me. I thought you said you loved Lily. Where's our money? What? That loan you took. It's payday. Mm-hmm. I'm sorry. I don't have it right now. Well then. I guess we got a big problem, don't we? Cooper! Give him what you've got. I ain't giving him nothing. Doch, du wirst mir alles geben. Au! Du kannst hier nicht mal richtig schlagen. Oh, kann er doch. Kann er doch. Au. Who's talking now? Yeah. Ja, das hätte ich jetzt eh gemacht. Und ich nehme den schicken Hut, wenn ich denn kann. Na also. Wie ein richtiger Gentleman sehe ich euch. Ermutigen oder schimpfen? Nein, ein Zeuge. Scheiße. Bleib stehen. Pferd, komm mit. Will nicht zurückrennen müssen. Hey, stop! You're about to get your face broke. You ain't even worth it. Just go. What you saw? Au! Ich hätte nicht beide Optionen wählen sollen. Der hat wieder mein Outfit an. Oh, nicht noch ein Zeuge. Lordy, Lord, Lord. Have mercy on my soul. Just shut up, damn it. I'm just a ranch hand. Don't you test me. Okay, I promise it didn't happen. Sehr gut. Er hat's versprochen. Mehr wollte ich doch gar nicht. So. Und keinen von denen habe ich ausgeraubt. So viele Pferde. Ein paar schöne sind auch dabei. Na gut.
Aber erstmal fehlt noch ein Schuldner. Den wollen wir auch noch ausrauben, auf legalem Weg dazu bewegen, sein Geld an uns zu zahlen. So. Mein Geld wächst nämlich nicht auf Bäumen. Du hast schön gejagt, hast eine Ziege getroffen. Was hast du für ein Pferd? Nein, reit ihm doch nicht rein. Na gut, das geht. Das stimmt, wo ist er? Da schreit jemand um Hilfe. Ja, aber wieso kann ich ihn dann nicht abgeben? Wo ist mein Bogen, wenn ich ihn brauche? Obwohl, ich habe einen Springfield. Einmal. Och, ich mag doch keine Zeugen. Wart kurz. Fuck. Warte doch, ich muss mich um die Zeugen kümmern. Ah, scheiße. Keine Hilfe für dich. Lebt er noch? Wie? Ja, bisschen. Deswegen haben wir so viel Ehre. Scheiße, bin ich gerade schlecht. Was ist das für ein Rifle? Ja, Varmint auf jeden Fall nicht. Nehmen wir die doppelläufige Flinte. So, Verbrechen gemeldet. Müssen aber trotzdem rein. Wir sind gesucht. Ihr wollt doch nur das Kopfgeld. Hört doch nicht auf mich. Ah, scheiße, da ist schon ein Gesetzeshüter. Wir müssen abhauen. Ah, scheiße, jetzt wissen die sogar, wie ich heiße. Weil sie mich gesehen haben. Ist doch nichts einfach in dieser westlichen Welt. So. Wir reiten trotzdem mal in Richtung des nächsten Schuldners. Wissen ja nicht genau, was ich angestellt habe, nehme ich mal an. Außer die ganzen Leichen da. Kann ja behaupten, die haben sich gegenseitig erschossen. Die müssen aber auch sofort petzen, wenn man jemanden umbringt. Nein! Ich wollte doch Geld verdienen, nicht Geld loswerden. Es ist, was es ist. So, halt mal kurz an. Ich glaube, die roten Pflanzen brauche ich auch. Wenn hier schon so viele wachsen. Das Kopfgeld können wir zumindest begleichen an der nächsten Push-Station. Am besten die in Valentine und nicht da, wo ich das Kopfgeld habe. Ja, ja. Unnötig Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Hab gar nichts gemacht. Es war nur Selbstverteidigung. Ab einem gewissen Punkt zumindest. Muss ja auch meine Ehre verteidigen. So, Schafgabe 6 von 6. Wunderbar. Krieg ich dafür was? Ich weiß es doch nicht. Kräuterkenner 2. Sehr schön. Und schöne Ölfelder. Könnte man direkt mal einen Molotow reinwerfen. Kräuterkenner Herausforderung haben wir freigeschalten. Ja. Hi. Help a blind man. Na gut. Den Dollar habe ich noch. Du stehst hier ein bisschen an der falschen Stelle. Sehr gut. Warned, sir. Be warned. Surrounded by fields of burning fire and flesh, the devil will make his sacrifice. Okay. I ain't too sure what to make of that. Okay. Please,
I need to be alone with my thoughts now. Ja, ja. Viel Spaß mit den Gedanken. Scheinen ja relativ positiv zu sein. So. Gar keine Lust auf den Teufel. Nur ein paar Menschen erschossen. Sollen sich alle mal nicht so anstellen. So, dann her mit der Kohle. Ich glaube, da brauche ich aber einen Wegpunkt hin. Ja, ja, Kopfgeld, Kopfgeld, Kopfgeld. So. Ja, das sieht richtig aus. Ja. Kann ich nicht Luftlinie reiten? Ja, doch viel besser. Die brauchen schwebende Pferde oder so. Hover-Pferde. Das wäre mal eine Erfindung. Ich? Ja, ich bin noch nicht zurück. Ich bin nur auf Durchreise. So, irgendwo hier links runter. Da geht's runter. Oh je. Da hat meine Ehre aber einen ordentlichen Knicks bekommen. Bin doch gar keine Dame bei Hof. Naja. Was soll's. Was macht ihr denn da? Hast du was gefunden? Wonach suchst du denn? Hey there, Mister. Why, hey there. Bist du hier? Look at this, my friend. Pflanzen anstarren. Nature's gift to us all. Focuses the mind like nothing else. Ist das Kokain? Well, I say, why buy it off the shelves when you can make your own? Weil andere Leute das dann sammeln. Well, plenty left here if you're interested. I'd best keep moving. Indianertabak, auch nicht schlecht. Kokain wäre mir lieber. Well, fine eye, mister. Dankeschön. War eine gute Tabakpflanze. Ja. Alright, girl. Dann aber jetzt mal in ein Gebiet, wo ich kein Kopfgeld habe. Mein Dead Eye auffüllen. Boah. Jam, jam, jam. Schön betrunken zu Pferd. Achso, war nur Gin. Und Rum. Im Westen, im Wilden Westen haben viele Rum gemacht. Ist das nicht zu steil fürs Pferd? Naja, wenn es rückwärts rüberfällt, wissen wir's. Anscheinend nicht. Alles gut. So. Dann hoffe ich, dass du das Geld da hast. Knock, knock, Mr. Robo. Hallo. What's up on the roof of my domo? God damn it. English? You speak English? Me? Silesia. Yeah, good I'll for you. Silesia. I'm here for money. You borrow from a German man? Aha, German. Mein Herr, sprechen das des Kaiserreiches. Nein, nein, kein Kaiserreich hier. I'm here for money. Money that you borrowed from Leopold Strauss. Leopold Strauss. Ah. Yeah. So it's time to pay. Where is it? Well, no, have nothing. It's very bad winter. We've all had a bad winter, pal. Ja, das stimmt. Meiner war echt nicht angenehm. So viele Erkältung. Prügeln. Now, you remember where you're keeping that silver? Nein, nein, ich will's Geld jetzt. Oh, der tut mir so leid, der Arme, aber ich muss. Where is the money? Gold, dollars. Ich drück doch auf Prügeln. I have nothing. No, no, nie. Was ist denn los mit dir? No, 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 please, no. No, have money. Gib mir Geld. What do I have this?
Sobol is... He is Warszawa, yes. I have your things. Okay? I have anything in here or out there. Na gut. Yes. Jo. Mal was Wertvolles, nur Zigaretten. You must have come here with something. Gut, ich denke hier auch mal. Vielleicht ist das Gemälde was wert. Sind wir eigentlich so sehr davon überzeugt, dass er keine Waffe hat? Oh, die Pfeife ist doch bestimmt was wert. Handgeschnitzt aus Elefantenstoß ziehen. Aber nicht viel. Hat er schön versteckt alles. Hier war gar nichts drin. Boah. Enttäuschung. Zumindest eine Keramiktasse oder Porzellan hat er. Very valuable. Good? Good yet. Oh, ist es Gold? Anscheinend nicht. Guter Brandy, den nehme ich. Für den Weg. No. Doch, doch, doch. Yes, 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 yeah. Ja, ja. Arthur freut sich über Brandy. So, da haben wir Notizen. Da haben wir einen Schrank, da ist ein Horn. Noch ein ganzes Zimmer, noch ein Schrank. Und die leichte Anrichte, oder was das ist, keine Anrichte. Aber hinter der er gerade, die er gut verschlossen hält, da wird wahrscheinlich das Wertvollste drin sein. Das nehmen wir ihm natürlich auch noch weg. Nein, nein, nichts erfolgreich eingetrieben. Der hätte es gleich geben sollen. Oh Gott, das fühlt sich so schlecht an. Aber wir müssen es machen, damit wir selber mehr Geld haben. Das ist doch richtig. Starkes was? Schlangenöl. Deswegen hat er kein Geld. Er gibt's für sinnlose Scheiße aus. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Und die Cracker nehme ich auch. Also noch was. Ah. Komm schon, Papa braucht eine Halskette. Ah. Nein, nein. What you got behind there? So, przepraszam, nie rozumiem. Move aside. Yeah. Goldohrstecker. Goldener Ehering. Braucht er bestimmt nicht mehr. Und Geldscheinklammer. Da waren doch 11 Dollar. War da noch was? Münzbeutel. Na, also. Die Firma dankt. Wird Zeit für einen Neuanfang. Geld hast keins mehr. So, und hier haben wir noch einen Stall. Nein, ganz ruhig. Easy, easy, easy. Ja, ganz ruhig. Ich glaube, das Pferd können wir ihm lassen. Zumindest mag ich das Aussehen nicht. Obwohl es ein bisschen wie eine Milka-Kuh gerade aussieht. Lila und weiß. Ungarisches Heilblut. Ach, würdest du besser aussehen, würde ich dich mitnehmen. Du bist echt nicht meine Pferdeart. Da ist noch ein Pferdeerwecker. Wunderbar. Weiß nicht, was er mit seinem Pferd macht, aber muss wohl gelegentlich mal... Noch einer? Pferdestimulanz. Ich glaube, der ist stimuliert genug. Was haben wir hier? Klassische Haferplätzchen. So, wenigstens das Pferd lass bei ihm. Wir sind ein guter Mensch. So. Dann einmal zurück zu Leopold. Der wird sich einen Ast freuen. Die Drecksarbeit darf er aber ruhig selber machen. Das hat mir jetzt gar nicht so gut gefallen, moralisch. Aber ein Introvertierter tut, was er tun muss, um an Geld zu kommen. Ja.
Pferd gewaschen, ja, ja. Das behieb man demnächst, sobald ich 20 Dollar dafür aufbringen kann. Erstmal zu Herrn Strauß. Ich einfach hier rechts zu. Doch, das sieht gut aus. Das sieht doch gut aus. Ich. Also Dumbass hätte ich jetzt nicht als dummer Esel übersetzt, aber okay. Es heißt ja auch Esel, also ja, kann man so übersetzen, wenn man denn will. Obwohl dummer Arsch wahrscheinlich gemeint war. Keine Ahnung. So, dann wollen wir es einmal reinlegen. Arthur Morgan. Ja. Wunderbar, ich habe 5 Dollar bekommen. So, und was haben wir dann noch? Kontrollbuch. Ah. Ja, sieht doch gut aus. Und wir können was kaufen. Vorräte, Arzneien, Waffen und Munition bin ich ein großer Fan von. Ich glaube, frisches Obst und einfache Konserven. Kaufen, ja. Dann sind die Leute hier auch ein bisschen glücklicher. Irgendwie. Und ich kann Äpfel klauen, glaube ich. Wer weiß es schon so genau? So. How did you get on, Herr Morgan? Sehr gut. Brian, our accounts are up to date. Sad sacks, a lot of them. Good, very good. My pleasure. Well, if it's pleasure you're after, there is one other. This farmer preacher fellow I met in Valentine, Mr. Downs. The opinionated little do-gooder? Yeah, I know the one. I certainly know the type. Thank you, Herr Morgan. Yeah, yeah. No need to thank me. Like you said, it's pleasure I'm after. He's more slippery than he seems. I've tried being polite. Don't take any nonsense. Nonsense? Me? If he doesn't have the money, beat him. Well, I usually do. I know. I know. Das stimmt, das stimmt. Hey, kann keine zweite Portion Eintopf essen. Und ich war gerade eigentlich noch am Ausbauen. Kontrollbuch. So. Pearson verbessert. Richtige Abwechslung brauche ich gerade nicht. Angriff verbessern. Pferdestation kann ich mir nicht leisten. Angriff verbessern. Eins nach dem anderen. 220 Dollar, Mensch. Das hat's aber auch faustdick hinter den Ohren. Erstmal mehr Waffen und mehr Munition. Sind die Leute gerüstet. Und sieht besser aus, was da rumliegt. Und vielleicht kann ich mich auch bedienen. So. Echte Feuerkraft? Nee, im Moment nicht. Das muss erstmal reichen. So, wunderbar. Dann würde ich aber sagen, sind wir am Ende der Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.